betreten nun die Räume des ehrenwerten Neon Pinko Pussy Proberaum. Die Instrumente sind aufgebaut. Wir gehen nun in den Aufenthaltsraum, den Mischraum und den Raum für die faulen Äffchen, die ab und zu mal rumsitzen. In diesem Fall Ferdinand Weigel, ein Mann seiner Klasse, ein Musiker, wie er im Buche steht. Ja, Ronny Haberer beim Haribo-Essen, genau, kurz vorm Aufbruch. Das Mischpult hat auch schon seine Aufgaben sehr gut erfüllt. Ja, und das wär's eigentlich erstmal soweit von unserem Proberaum und einen kleinen Einblick bekommen. Dankeschön. In Hamburg angekommen. Das ist der Wahnsinn. Leute, wir gehen jetzt zu Balcony TV. Also erstmal haben wir jetzt noch so ein Schmidt-Theater-Workshop. Dann gehen wir zu Balcony TV, spielen ein Set und dann vielleicht hocken wir uns nochmal auf die Straße und spielen dort nochmal eine Runde. Dann Soundcheck und geile Auftritte da. Hier wird man uns heute Abend treffen, würde ich sagen, auf dieser Bühne. Ich kann ja mal hier kurz schauen. So, wir sind jetzt hier im Schmidt-Theater Tivoli und hier wird gleich ein Workshop stattfinden zum Label-Signing. Normalerweise würdest du halt zu einem Vertrieb gehen, der Verträge mit, also in unserem Fall bis zu 600 Shops weltweit hat. Heute führe ich mal ein Interview mit der Johanna von Balcony TV. Eigentlich macht sie das immer, heute ich. Was ist denn Balcony TV? Balcony TV, wer es nicht kennt, eine Internetfernsehshow. Wir senden jeden Tag eine neue Band. Hier auf diesem Balkon stehen die dann, präsentieren sich, einen Song werden gefilmt und wir senden das dann jeden Tag aufs Neue.
Die haben applaudiert, das heißt für mich, es ist gut angekommen. Übelst geil, geile Location. Wir freuen uns tierisch, dass wir spielen dürfen. Da ist die 80 Dezibel Begrenzung hier natürlich ein bisschen spuckig, aber was will man machen? Wir machen das Beste draus und es wird schon eine geile Sache werden. Gestern Abend unseren Auftritt, war ganz geil. Die Reeperbahn, großes Ding gewesen. Super Auftritt, denke ich. Viele Leute waren da, echt Spaß gemacht. So, wir sind jetzt endlich wieder angekommen in der Heimat, zurück vom Reeperbahn-Festival in Hamburg. War ein wunderschöner Tag, wir haben sehr viel erlebt, sehr viele Leute kennengelernt. Ja, schön, dass ihr die ganze Zeit dabei wart und wir sehen uns hoffentlich irgendwann mal wieder. Dann, bis dann, eure Pussys. Ciao.